Hey zusammen, dieses Video, was du gerade angeklickt hast, ist der zweite Teil eines aufgesplitteten Videos in zwei Teile. Du musst den ersten Teil nicht unbedingt gesehen haben, um diesen hier zu verstehen. Im ersten Teil habe ich halt mehr darüber geredet, wie ich zu Stephen King kam, was war das Erste, was ich gelesen habe. Während es in diesem Video hier eher um die anderen Bücher, die ich danach noch gelesen habe, von ihm geht, wo ich immer kurz noch dazu erkläre, warum ich das so cool finde und ob ich es cool finde. Alles davon natürlich ohne Spoiler und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal komplett Stephen King gewidmet, wie ihr ja schon unschwer erkennen könnt. Ich habe dann zum Beispiel noch Friedhof der Kuscheltiere gelesen, der steht jetzt da nicht, den hatte ich ausgeliehen. Und das war zum Beispiel ein Buch, was ich schon recht gruselig fand, zumindest gegen Ende. Aber das fand ich nicht schlimm. Ich fand das einen spannenden Grusel, einen schönen Grusel. Nicht so, wie ich das aus Horrorfilmen gewöhnt bin, dass es so Hauptsache möglichst Blätter und Jumpscares und so, sondern halt so ein Grusel, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt und der es spannend macht und der einen so lebendig fühlen lässt einfach. Und das finde ich irgendwie, mag ich irgendwie, das ist cool irgendwie. Und so, das war halt bei Friedhof der Kuscheltiere. Dann habe ich zum Beispiel noch The Stand gelesen, der jetzt hier auch nicht drin steht. Fand ich auch ziemlich gut. Der war zwar gruselig überhaupt nicht und spannend auch nicht durchgehend, aber es war immer interessant zu lesen. Ich wollte immer weiterlesen und das, obwohl das auch so ein extrem dickes Buch ist, sogar noch dicker als S. Es hat sogar 1700 Seiten. Ja, dann habe ich noch Shining gelesen, Dr. Sleep, die Fortsetzung davon. Fand ich beide auch richtig gut. Bei Dr. Sleep, da habe ich sogar ein Video zu gemacht. Das könnt ihr auch irgendwo verlinkt sehen, bestimmt jetzt hier. Weil ich da den Film eventuell besser fand als das Buch, was noch nie passiert ist bei mir. Schaut euch das Video an, da erkläre ich das ein bisschen genauer. Genau, dann habe ich noch Sie gelesen. Mega gutes Buch. Das war zum Beispiel eins der wenigen Bücher, wo mir aufgefallen ist, dass es einfach direkt mitten im Geschehen losgeht. Also nichts mit erstmal 100-seitige Einführung oder so. Nein, es geht sofort mitten im Geschehen los. Dann habe ich noch Brennen muss Salem gelesen. Ist jetzt keins von meinen Lieblingsbüchern von ihm. War ganz unterhaltsam, aber nicht so der Burner. Witzigerweise muss ich dabei dazu sagen, dass mir das empfohlen wurde mit dem Hinweis, also ich habe das vor 20 Jahren gelesen und ich habe mich fast eingeschissen, weil es so gruselig war und dann habe ich es vor ein paar Jahren nochmal gelesen und habe gedacht, jetzt kann ich es nicht nochmal gruselig finden und ich fand es wieder so gruselig und dann habe ich das deswegen so lange gemieden und dann habe ich es irgendwann gelesen und fand es ja fast null gruselig. Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht 3 oder 4. Aber auf keinen Fall mehr. Und frag mich, ob das auch der Zeitgeist ist, der das verändert hat. Bei Filmen gibt es ja ganz häufig, zum Beispiel auch bei Shining, ist mir das auch aufgefallen, dass der damals ja mega gruselig gewesen sein muss. Aber heutzutage ist das nicht mehr gruselig. Bei dieser Verfilmung von Stanley Kubrick oder ich weiß nicht, wie der hieß. Und vielleicht ist das ja bei Büchern auch so, ich weiß es nicht. Schreibt mir mal das in die Kommentare, wenn ihr Brennen muss Salem gelesen habt, ob euch das auch so ging oder was ihr da für Erfahrungen mitgemacht habt generell. Dann habe ich noch Bazar der bösen Träume gelesen, wurde mir tatsächlich in einem YouTube-Kommentar empfohlen. Die Kurzgeschichte Böser kleiner Junge fand ich ja ganz unterhaltsam. Ich habe da nicht alle Kurzgeschichten draus gelesen, aber einige. Und die sind ganz unterhaltsam für zwischendurch, aber ganz häufig habe ich da das Gefühl gehabt, sie nicht richtig verstanden zu haben oder so, oder ob man da irgendwas verstehen soll. Stephen King sagt ja ganz häufig, eigentlich sind Geschichten ja nicht zum Verstehen da, sondern einfach nur Geschichten, das sagt er ja ganz häufig. Genau, dann habe ich The Green Mile gelesen, das ist das letzte Buch, was hier noch steht. Und das würde ich schon neben S und der Bill Hodges Trilogie definitiv als Lieblingsbuch von mir, von Stephen King, betrachten. Das würde ich auch in 10 Jahren vielleicht nochmal lesen oder vielleicht auch früher, wenn ich es halt nicht mehr ganz so präsent habe, weil jetzt habe ich es halt erst vor einem Monat oder 2 Monaten gelesen. Weil das hat mir wirklich gut gefallen, weil die Charaktere, die da vorkommen, die sind so vielschichtig. Das sind Charaktere, die würde man erstmal auf den ersten Blick denken, wie kann ich so jemanden mögen, und dann mag man ihn trotzdem, und das ist was mir unglaublich gut gefallen hat bei The Green Mile. Dann habe ich zuletzt Carrie gelesen, das ist ja auch so ein Klassiker, den alle immer in den höchsten Tönen loben und dass er so toll sei, aber ich fand ihn gar nicht so gut. Also mir hat er nicht so gut gefallen. Ich fand
es sehr skurril und habe auch nicht alles immer kapiert mit den ganzen Ausschnitten und alles. Das war mir so durcheinander und vieles habe ich dann überhaupt nicht kapiert und das hat mich verwirrt. Das Ende fand ich dann aber sehr, sehr schockierend und gut noch. Das war ein klassischer King auf jeden Fall. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber generell das Buch würde ich nicht nochmal lesen. Dann habe ich, also das war es jetzt an den Büchern, die ich gelesen habe. Ich habe noch nicht gelesen Der Anschlag, da bin ich gerade mittendrin. Ich glaube, auf Seite 215, das ist auch ein dickeres Buch von ihm, also es hat auch 1000 Seiten. Und das finde ich bis jetzt auch richtig, richtig gut. Es geht um Zeitreise und ich kann es definitiv allen empfehlen, die S von Stephen King gelesen haben und S gut fanden, denn es spielt im Jahr 1958. Also im gleichen Jahr wie S und Hu. Und gerade das mag ich auch bei Stephen King, zum Beispiel diese Anspielungen auf andere Bücher von ihm. Zum Beispiel Derry kommt ja ganz häufig mal so am Rande bei anderen Büchern vor oder bei Mr. Mercedes oder einer Fortsetzung von Mr. Mercedes kam auch mal irgendwo am Rande eine Erwähnung von S vor, was ich total cool finde, weil das macht die Geschichten viel realer. Dann sind die Geschichten nicht nur so eine Geschichte in sich, sondern es ist so ein Universum und man hat gleich viel mehr das Gefühl, dass alles real ist und wirklich passiert ist. Und das finde ich einfach total cool und gefällt mir richtig, richtig gut bei Stephen King. Ich bin einfach zurzeit so ein Stephen King-Fan. Ich lese so unglaublich viel von ihm und eigentlich fast nichts anderes mehr. Also Stephen King, mega, mega Autor und gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag an ihm einfach diese ausführliche Beschreibung der Charaktere. Man hat immer das Gefühl, dass es real ist. Also, falls ihr noch nie was von Stephen King gelesen habt, tut es, lest es. Und wenn ihr beim ersten Buch, was ihr lest, am Anfang denkt, scheiße, das ist langweilig, lest weiter, quält euch dadurch, denn es wird besser. Es wird wirklich besser. Und irgendwann lernt ihr das zu schätzen, diese langweiligen, in Anführungszeichen, Anfänge. Und das ist mein Schlusswort. Das war's von mir. Ciao.